Die Weltpremiere der Women's World Awards 2004 in Hamburg. Michail Gorbatschow begrüßt Frauen, die Großes geleistet haben. Ein spektakuläres Stell-dich-ein der Superstars. Für einen Tag ist die Hansestadt der Nabel der Welt. Megastar Whitney Houston landet kurz vor der Show. In bester Laune zeigt sie sich der begeisterten Presse und ihren Fans. Begrüßen Sie Österreichs erfolgreichste TV-Moderatorin, Vera Russwurm. Und guten Abend. Ja, ich kann nur sagen, Respekt. Respekt vor dieser Frau, auf die ich heute Abend eine kurze Laudatio halten darf. Denn außergewöhnlich ist nicht nur ihre Geschichte, ihr Leben. Außergewöhnlich ist vor allem auch das, was diese, ihre Geschichte bewirkt hat. Sie lebt ja nun seit kurzem, wie ich höre, in Wien, eine Stadt, die sie für eine der schönsten Metropolen der Welt hält. Was mich sehr freut, komme ich doch aus Wien und will auch, wie ich höre, länger dort bleiben. Geboren allerdings wurde sie in der Wüste, geboren wurde sie in der Wüste Somalias und schon im zarten Alter von 5. Durchlitt sie die unmenschliche Prozedur einer genitalen Beschneidung. Mit 14 hat sie sich auf die Reise gemacht. Sie ist geflohen vor einer Zwangshochzeit, ist in England gelandet auf abenteuerliche Weise, hat sich dort mit Gelegenheitsjobs durchgeschlagen, bis sie schließlich als Model entdeckt worden ist. 1989 hat sie ihre aufsehenerregende Biografie geschrieben, der sie ihren Vornamen als Titel gegeben hat, Wüstenblume. Dieses Buch hat sich über 11 Millionen Mal verkauft, ist also ein Weltbestseller geworden. Noch wichtiger allerdings ist die Tatsache, dass zum ersten Mal durch ihre Geschichte die weibliche genitale Verstümmelung weltweit zum Thema geworden ist. UNO-Generalsekretär Kofi Annan hat sie zur UNO-Sonderbotschafterin gemacht im Kampf gegen diese Form der Menschenrechtsverletzung. Und nicht zuletzt durch ihren unermüdlichen und globalen Einsatz haben mittlerweile, also seither, 14 afrikanische Staaten dieses traditionelle Gesetz oder diese Tradition eigentlich der Beschneidung per Gesetz verboten. I know how many girls are going through every day, every year, every month, every minute. So keep fighting and make sure that this have to stop. It's a hard job sometimes, but something I choose, and I'm glad to say, and I'm waiting. I'll be even gladder or happier to see the end of it. Der World Social Award geht an die Bestseller-Autorin und UNO-Sonderbotschafterin Waris Diri.
Thank you very much. Ladies and gentlemen, it is a great honor. Es ist eine große Ehre für mich, diesen Preis heute Abend entgegenzunehmen und ein Teil dieses großartigen Ereignisses zu sein, dieser Menschen, die jede auf ihre eigene Art die Gesellschaft verändert hat. Und ich bin froh, dass ich ein Teil dieses Ganzen sein darf. Es ist ganz besonders wichtig für mich als afrikanische Frau, denn die Frauen in Afrika sind die Menschen, die am stärksten leiden weltweit, die keine Rechte haben. Sie haben keine Stimme. Und deshalb ist es für mich auch eine große Chance, hier ein Bewusstsein zu schaffen. Ich möchte so vielen Menschen danken, die die Varastiri Stiftung unterstützen. Aber am meisten möchte ich diesen Preis all denen Frauen in der Welt widmen, insbesondere den Frauen in Afrika, die Tag für Tag um ihr Leben kämpfen und das Leben ihrer Kinder. Vielen Dank. Jetzt möchte ich einen Moment einfach nur meiner Mutter danken, die in einem Land lebt, das der Rest der Welt bereits vergessen hat, Somalia. Liebe Mama, du hast dein ganzes Leben lang gekämpft und du hast es würdevoll getan und mit einem Lächeln auf dem Gesicht und mit viel Humor. Ich danke dir. Und das widme ich dir, Mama. Vielen Dank. Keep shining. You can always count.